Oh, hey, was geht ab? Geht schon. Was geht ab, meine lieben Gaming- und Nerd-Freunde? Endlich ist es soweit, nach circa 1 bis 2 Monaten Rumgeblabbere und so weiter, ist es soweit, mein Gaming-PC ist fertig, beziehungsweise meine Gaming-Ecke ist fertig. Ich glaube, mein Comic-Zimmer, sowas kennt ihr schon. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen umgestellt und mir eine kleine Zocker-Videoschneid-Ecke gemacht, damit das Ganze einfach ein bisschen gemütlicher wird. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an, wie ich das Ganze gemacht habe. Es ist noch nicht ganz fertig, also bitte nicht ganz so hart sein mit der Kritik. Es ist auch noch nicht so aufgeräumt. Hier mal mein Gaming-Chair-Sessel. Das ist der Teil. Dann haben wir hier schon mein ganzes, eigentlich nicht, noch nicht so viel. Mein Mikrofon ist noch bei meinem Bruder drüben. Hier haben wir mal die Corsair K55 RGB. Die leuchtet gerade nicht so hell, weil ich das eingestellt habe und weil es noch Tag ist und ich hier ein Dachfenster habe. Des Weiteren haben wir hier noch die passende Maus dazu. Ich habe leider gerade keinen Plan, wie die Maus heißt und ja, nicht so schlimm. Dann habe ich mir noch den AOC 27G1 Gaming Curved Monitor geholt. Sehr geiles Teil, also ich bin echt zufrieden damit. Der ist jetzt nicht so krass gecurved, was mir auch richtig gut gefällt. Und ja, keine Ahnung, ich fand den Monitor sehr schön. Ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass es eine coole Marke ist. Und ich finde AOC sowieso qualitativ auch ziemlich cool, deswegen habe ich mir das Ganze geholt. Hier habe ich noch ein Deadpool 2 Poster, weil ich den Film mag. Und ich habe hier vor, auch vielleicht alles zuzupostern. Mal gucken, wie das Ganze so wird. Gucken wir mal hier runter. Hier ist noch ein bisschen Kabelmanagement nötig, aber das mache ich auch noch alles. Dann ist hier auch schon mein Gaming-PC mit dem Sichtfenster, wo man auch die Farben verstellen kann, was jetzt nicht so cool ist. Ein Lüfter hier ist noch ziemlich laut, habe ich getestet, den muss ich noch austauschen, der war beim Gehäuse dabei, aber nicht so wichtig. Auf jeden Fall gefällt mir das Ganze auch schon ziemlich gut vom PC her. Ja, also ich wollte immer ein weißes Gehäuse, weil es für mich auch edel aussieht, hier ist noch eine Folie drauf und so. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, die weiße Farbe, und deswegen, ja, wieso hat das sich gerade abgeschaltet? Das brauchst du auf die Austasten drückt. Fuck! So, warte, wir müssen nur mehr schön. Wie rennen lassen. Und auf jeden Fall gefällt mir das Ganze so jetzt fix und fertig ziemlich gut. Wer Interesse hat, was für Teile ich verbaut habe, der kann sich die anderen Videos zu meinem Gaming-PC angucken. Da habe ich ein bisschen was gemacht, Unboxings und Zusammenbau und so weiter, falls euch das interessiert. Und dann kommen wir hier wieder rauf. Wie gesagt, die Wand möchte ich eventuell noch ein bisschen zupostern. Was ich noch ziemlich cool finde, habe ich hier ein paar Comics reingeschmissen. Da ist von Scooby-Doo, Supernatural, Marvel, DC irgendwie alles ein bisschen drin. Power Rangers sehe ich gerade, Bart Simpson, Star Wars. Ich habe hier einfach ein bisschen so eine coole Auswahl reingehauen, weil ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Sieht jetzt auch nicht ganz so geordnet aus, was ich ziemlich nice finde. Hier oben sieht es noch ein bisschen aus, vielleicht kommt, das wird aber leergeräumt, hier kommen noch ein paar Statuen hin wahrscheinlich, wo ich noch Platz habe. Das da unten wird, glaube ich, eher so mein Ablagezeug, weil da so mein Schreibtischzeug, was ich normalerweise auf meinem Schreibtisch hatte, hinkommt. Wie gesagt, das mit den Comics gefällt mir schon mal ziemlich gut. Mal gucken, ob ich da noch was sortiere oder irgendwie umändere. Das ist dann, wie ich glaube ich gerade drauf Bock habe. Wie gesagt, das wird alles noch abgeräumt. Ja, hier haben wir noch meine Unterlage, die ich mir selbst gemacht habe. Die wollte ich eigentlich auch mal zeigen. Hier habe ich einfach Comics reingeschmissen. Und hier die Comics, die ich mir noch hole nächstes Jahr. Ja, das war's eigentlich so, glaube ich. Ich habe alles gezeigt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser kleinen Zocker-Nerd-Videoschneide-Ecke haltet. Ich finde es schon mal ziemlich cool. Klar, gehört noch viel gemacht, aber ich denke, so für den Anfang ist das echt ziemlich cool. Und ja, schreibt mir mal, ob ihr gerne zockt oder so, in die Kommentare, was ihr hier von dieser kleinen Gaming-Zocker-Ecke haltet. Wir sehen uns im Video. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Ich wünsche euch allen ein schönes neues Jahr. Das ist das letzte Video in diesem Jahr. Alle ein schönes neues Jahr. Und ja, wir sehen uns und... Ja, und ciao.